Freunde, wieder mal ein kleines Video, diesmal vom Grundstück, vom Garten, draußen, dass ihr mal ein bisschen die Natur sehen könnt. Der Container hier hinten dran, das ist bloß übergangsweise, das wird nochmal schön verkleidet, da kommt dann mal die Werkstatt rein. Aber wir haben es nach zig Jahren geschafft, das Ding jetzt endlich mal kurzfristig umzusetzen. So, was wollt ihr mal zeigen? Was braucht man auf so ein Grundstück? Sägen. Die gab es äußerst günstig, also billiger geht wirklich nicht mehr. Sägen kauft die zweite. Der Kameramann hat sein Handy wieder mal irgendwie versaubeutelt. Ich sehe jetzt inzwischen gibt es ja schon drei Linsen auf so einer Hightech-Kameras hinten dran. Wenn wenigstens eine davon aufnehmen täte, dann wäre das mal sehr schön. Ich weiß gar nicht, da was die Hollywood-Star-Regisseure machen hier, George Lucas oder so. Wenn ihm zwischendurch nach der Action-Szene der Kameramann sagt, er hat ja gar nicht aufgenommen, er hat nur so getan. Na egal. Prost, Freunde. Ich war gerade dabei zu erklären, dass man auf so einem Grundstück immer mal wieder mal eine Säge braucht, um irgendwo ein Stückchen Ast abzusägen. Und da tut es auch so etwas für 5 oder 6 Euro. Das war wirklich, also für zwei Sägen. Was hat denn der arme Mindestlöhner da in Taiwan noch dabei verdient, frage ich mich jetzt mal. Wie viele Millionen Stück muss der am Tag schaffen an der Maschine, damit er irgendwie nicht verhungert? Also das ist irgendwie ganz traurig. Also eine große, eine kleine. Und das sieht gar nicht mal so blöd aus. Also die Zähne sind verschränkt, ja. Scheinen auch gehärtet zu sein. Wir lassen uns einfach mal überraschen. In Ast absägen werden sie tun. Und selbst wenn sie schlecht sägen, ist das für 5 Euro immer noch nicht zu viel bezahlt. Ja, was will man dazu auch sagen? Halten werden sie eh nicht so lange. Was steht hier noch irgendwie drauf? Ja, reißerisch wieder alles beworben. Oh, geeignet zum Sägen von Hart- und Weichholz. Zwei verschiedene Klingengrößen. Hochwertigen Carbonstahl aus der Weltraumforschung bestimmt. Rutschfeste zwei Komponenten, Softgriff, Handgriffe, die wahrscheinlich sogar automatisch alleine sägen werden. So gut sind die. Für mich sieht es einfach nur aus wie als billiges Plaste. Softgrip, was ist hier Softgrip? Oder okay, hier hinten ist es wirklich Softgrip. Naja, was ist das? Inklusive Sägeblatt-Schutzleisten. Ansonsten hätten sie die auch gar nicht von Asien bis hierher versenden können. Die hätten sich dann hier durchgearbeitet. Leute, scheinbar ist das Plastik hier drumherum wertvoller als wie die gesamte Säge. Wir haben nicht zu viel bezahlt. Wir haben mehr Ressourcen verschwendet. Leute, dafür wurde wahrscheinlich ein ganzer Regenwald gerodet, um zwei Sägen herzustellen. Nee, darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja, ne? Schön. Meine, was steht hier noch alles drauf? Ziehen Sie die Schrauben fest. Ja, ziehen Sie. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Schrauben festgezogen sind. Na, dazu hat der kleine Asiate keine Zeit, wenn er davon 1 Million Stück am Tag schaffen muss. Ziehen Sie die Schrauben fest. Nehmen Sie den transparenten Schutz vor Gebrauch ab und setzen Sie ihn nach Gebrauch wieder auf. Na, nicht, dass sich einer wundert bei der Rezession dann bei Amazon oder sonst irgendwo, dass es nicht sägt. Nehmen Sie den Schutz ab. Ich muss ja so ein bisschen gegen die Sonne schauen, wundert euch nicht. Ich sehe wirklich so scheiße aus. Nur zum Sägen von Holzprodukten geeignet. Boah, wollten wir nicht damit schön die Fliesen durchtrennen? So ein Mist war meine Fresse. Stellen Sie sicher, dass das Schneidobjekt vor dem Sägen fixiert ist. Es wird empfohlen, beim Gebrauch der Säge einen Schutzhelm, Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung, also einen Ganzkörperschutzanzug zu tragen. Wer sich so stark geschützt hat wie so ein Tiefseetaucher, wird hinterher gar nicht mehr sägen können. Bitte benutzen Sie den Artikel ausgeruht, um Verletzungen zu vermeiden. Also, ich wollte jetzt aus Nervosität deinen Arm mit durchtrennen. Leute, wir hatten das geschrieben. Dass sich keine Elektrogeräte und Kabel im Arbeitsbereich befinden dürfen, um Gefahren zu vermeiden. Also, Kabel kann man damit auch nicht schneiden. Oder nur einmal. Das Sägeblatt ist sehr scharf. Das müssten wir aber erstmal überprüfen, wa?
dass sie Schutzhandschuhe bei der Demontage und Gebrauch tragen. Was soll ich denn hier demontieren dran? Leute. Naja, und keine Kinder durften natürlich damit nicht spielen, leider. Nein, Küdis, ihr dürft euch nicht die Beine abtrennen damit. Tut mir leid. Kinder dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Furchtbar. Das ist alles nur deswegen, weil ja Hinz und Kunz auf der gesamten Welt schon Leute verklagt haben, weil sie sich durch eigene Dummheit in den Finger gesägt haben. Deswegen müssen wir uns so einen Mist durchlesen. So, Sägetest, Kollege, was hast du denn vorbereitet? Die Requisite hat mir eben ein Stück Holz gebracht. Wir werden wenigstens mal so tun, als ob wir hier arbeiten wollen. Ich meine, bei den riesen Zähnen wird das Ding schon irgendwas durchrasteln. Oi. Oi. Es sägt. Also, kann man jetzt auch nicht meckern, also. Das sägt besser wie die stumpfe Kettensäge auf Arbeit. Gruß an den Kollegen. So, für gut befunden. Kannst du das Video beenden? Ist es ein Kasten? Wir werden jetzt YouTube-Millionär. Jawohl.